Schönen guten Morgen auch meinerseits. Willkommen mit einer kleinen Pause wieder im roten Foyer hier im Sozialdemokratischen Parlamentsclub. Heute zum Thema Tourismus und Corona. Wir haben in den letzten Tagen und Wochen ja von Seiten der Bundesregierung einiges gehört, vor allem Richtung Fehler, die sie erkannt haben, die sie in den letzten Tagen, Wochen und Monaten gemacht haben. Fehler, die sie eingestehen. Ich denke, diese Fehlerkultur ist richtig, ein wichtiger erster Schritt, reicht aber alleine natürlich nicht, wenn der zweite nicht folgt, nämlich aus diesen Fehlern auch zu lernen, aus diesen Fehlern auch Konsequenzen zu ziehen. Und wir sehen, dass der erste große Fehler im Covid-Krisenmanagement eindeutig, und das war bereits im März der Fall, Ischgl war. Damals hat man in Ischgl offenbar vieles ignoriert von Seiten vieler Behörde, sei es die Bundesbehörde, das heißt die Ministerien, die Bundesregierung gewesen oder auch die Landesbehörden. Man hat tagelang weggeschaut. Das Resultat kennen Sie alle. Ischgl wurde zu einem der größten europäischen Corona-Hotspots dieses Jahr. Es hätte nicht passieren müssen. Das Ergebnis, das wir heute sehen, man hat offenbar nichts gelernt. Wir stehen auch heute vor einem Verordnungschaos und einem Testchaos in Österreich, was das Corona-Krisenmanagement betrifft. Das Wichtigste kann ich Ihnen aus eigener Erfahrung sagen im Krisenmanagement, im Gesundheitskrisenmanagement, ist, dass man lernt, dass man hier verlässliche, für alle nachvollziehbare Regeln und Leitlinien erstellt. Dass man keinen Zickzackkurs fährt, dass man keinen Fleckerlteppich kreiert. Und ja, im Februar konnten alle sagen, wir waren überrascht. Weder Österreich noch Europa noch die Welt war vorbereitet auf diese große Dimension dieser Gesundheitskrise. Das ist richtig. Aber inzwischen sind 5 Monate vergangen und die Frage ist, was in diesen 5 Monaten erfolgt ist. Was ist die Lernschleife der Bundesregierung im Krisenmanagement mit Corona? Die Aufgabe wäre gewesen, jeden Tag seit Februar dieses Jahres, jeden Tag zu nützen, um mehr über das Virus zu erfahren, um mehr zu lernen und besser zu werden in der Bekämpfung der Corona-Epidemie. 5 Monate Corona-Erfahrung hätten Kurz und seinem Team reichen müssen, um einmal wichtige Lehren zu ziehen. Diese Lehren sind aus meiner Sicht und aus unserer Sicht in diesen 5 Monaten nicht zur Genüge gezogen worden. Was die Tests betrifft, kennen Sie meine Aussage dazu und das ist dieselbe seit Februar dieses Jahres. Und ich habe sie wiederholt und wiederholt. Und auch heute, Ende Juli, stehen wir am selben Punkt. Es wird nach wie vor in Österreich zu wenig getestet und es wird viel zu langsam getestet. In einigen Ländern Europas geht das innerhalb weniger Stunden, 4, 5 Stunden, bis ein Testergebnis vorliegt in einigen europäischen Ländern. In Österreich dauert es nach wie vor 5 bis 6 Tage. Das ist dasselbe Intervall wie vor 5 Monaten. Man hat sich in diesem Bereich nicht verbessert. Man hat die Effizienz, die Geschwindigkeit in diesem Bereich der Tests, und das ist einer der wichtigsten Dinge, um eine Epidemie in Schach zu halten, nicht verbessern können. Es fehlt nach wie vor an klaren, zentral koordinierten, fachlich basierten Leitlinien, vor allem im Bereich des Tourismus. Das Ergebnis erleben wir tagtäglich. Ja, es braucht einheitliche Vorgaben, Leitlinien, um eine einheitlich, österreichweit einheitliche Entscheidungsgrundlage zu haben. Über Bundeslandgrenzen hinweg, über Bezirksgrenzen hinweg. Es kann nicht sein, dass wir einen Fleckerlteppich an unterschiedlichen Regelungen haben. Das schafft kein Vertrauen. Und wenn kein Vertrauen vorhanden ist in die Regeln und Maßnahmen, die eine Bundesregierung setzt, dann wird auch nicht die Bereitschaft da sein, diesen Regeln und diesen Vorgaben zu folgen. Und auch dieses Ergebnis sehen wir heute mehr denn je. St. Wolfgang und die aktuellen Entwicklungen in St. Wolfgang zeigen vor allem eines, dass die österreichischen Tourismusbetriebe, dass die Hoteliers, die Unternehmerinnen und Unternehmer dort auf sich gestellt sind. Sie werden alleingelassen. Sie werden alleingelassen,
im Ernstfall. Sie wissen nicht, was passiert, wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin positiv getestet ist. All das ist im Unklaren. Genauso wie die Bundesländer seit 5 Monaten im Corona-Krisenmanagement eigentlich allein gelassen werden. Und das hat der oberösterreichische Landeshauptmann Stelzer in einem Interview vor ein paar Tagen im News bestätigt, indem er während des Interviews gesagt hat, wir waren in Oberösterreich auf uns alleine gestellt. Nach 5 Monaten. Wozu braucht es dann ein zentrales Krisenmanagement, ein Epidemiegesetz, das klar festlegt, dass der Gesundheitsminister hier die zentrale Verantwortung hat für dieses österreichische Krisenmanagement, wenn die Bundesländer komplett alleine gelassen werden? Es war keine Überraschung, dass es eine Sommerurlaubssaison gibt. Die kehrt jedes Jahr in Österreich ein und das ist gut so. Und wir haben einen guten Ruf als Tourismusland bis jetzt gehabt. Es war keine Überraschung, dass das Coronavirus nicht von selbst verschwindet. Es war keine Überraschung, wenn die Lockerungen im Mai Platz greifen, dass die Viruszirkulation wieder zunehmen wird und die Infektionshäufigkeit steigen wird. All das war keine Überraschung. Auf all das hätte sich die Bundesregierung, der Bundeskanzler mit seinem Regierungsteam rechtzeitig gut mit den Expertinnen und Experten, mit den 15, 20 Taskforces, die es mittlerweile in Österreich dazu gibt, vorbereiten sollen. Und wir alle erinnern uns an den Mai dieses Jahres. Es gab damals, glaube ich, die erste Pressekonferenz des Bundeskanzlers mit der Tourismusministerin Köstinger zum Thema Sommersaison Urlaub in Österreich. Und damals hat die zuständige Ministerin Köstinger angekündigt, 65.000 Tests im Tourismus pro Woche ab Juli. Jetzt haben wir Ende Juli, das sind 4 Wochen, hochgerechnet dann über 260.000 Tests, die eigentlich stattfinden hätten sollen. Aktueller Stand der Testungen im Tourismus ist 10.000. Das ist nicht einmal 10% der Ankündigung der Tourismusministerin. Und in derselben Pressekonferenz, damals im Mai, hat der Bundeskanzler auch gesagt, dass Österreich eines der sichersten Urlaubsländer Europas sein wird, weil Österreich einer der wenigen Länder ist, in denen die Mitarbeiter im Tourismus auf Corona regelmäßig getestet werden. Wie schaut die Realität aus? Nicht einmal 10% der Ankündigungen wurden erfüllt und die Realität ist St. Wolfgang. Genau das ist aus diesen leeren Versprechen geworden. Mittlerweile gibt es mehr Ankündigungen. Eine Ampel wird angekündigt mit 4 Lichtern. Man weiß nicht, wofür die Lichter stehen und man weiß schon gar nicht, was die Konsequenz und Handlungen aus diesen verschiedenen Farben sein sollen. Wir wissen eigentlich inhaltlich gar nichts über diese Ampel und sie soll im Herbst dieses Jahres sozusagen in den Regelbetrieb gehen. Im Herbst? Ich frage mich, warum erst im Herbst? Sehr geehrte Damen und Herren, der Herbst ist zu spät. Das ist am Ende unserer Urlaubssaison, das ist am Ende der Tourismussaison in Österreich. Ich sage, diese Leitfäden, diese klaren Vorgaben, dieses Ampelsystem hätte spätestens zum Zeitpunkt der Lockerungen auf dem Tisch liegen müssen, hätte spätestens im Frühling, im Frühsommer dieses Jahres in Betrieb gehen müssen. Dann hätte man sich daraus auch einen Nutzen vielleicht errechnen können. Mit diesem fahrlässigen Vorgehen, sehr geehrte Damen und Herren, setzen der Bundeskanzler und auch seine Tourismusministerin Köstinger den guten Ruf und den zu Recht bis jetzt sehr guten Ruf unseres Landes als schöne, als sichere Tourismusregion fahrlässig aufs Spiel. Für einen sicheren Urlaub in Österreich braucht es aus unserer Sicht vor allem 2 Dinge. Es braucht für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Tourismus regelmäßige Tests in ganz Österreich. Und es braucht einen klar nachvollziehbaren Fahrplan für die Tourismusbetriebe, für die Bundesländer, was im Ernstfall zu tun ist. Alle Mitarbeiter sollen in einem fachlich zweckmäßigen Intervall, das sind aus meiner Sicht etwa 2 Wochen, in ganz Österreich auf Corona regelmäßig getestet werden. Und zwar nicht auf freiwilliger Basis, so wie das bis jetzt einfach angeboten wurde. Das kann nicht funktionieren.
Das muss eine Regelmäßigkeit haben, das muss eine Systematik haben. Nur dann ist es auch verlässlich. Und warum braucht es das? Es braucht dieses verlässliche, regelmäßige Testen und diesen klaren Fahrplan zur Sicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Tourismus, zur Sicherheit der Gäste in Österreich, die zu uns auf Urlaub kommen, zur Sicherheit der Betriebe im Bereich des Tourismus und natürlich zum Schutz der Tourismusregion Österreichs. Ja, es braucht einen klaren Fahrplan für alle Betriebe. Was passiert, wenn jemand im Betrieb positiv getestet wird? Die Betriebe haben Angst, sie sind verunsichert. Sie wissen nicht, was auf sie zukommt. Sie haben Buchungen für die nächsten Wochen noch in ihren Büchern stehen und wissen nicht, was das heißt, wenn jetzt ein positiver Fall auftritt. Und diese Ängste, diese Verunsicherungen müssen genommen werden durch klare Fahrpläne, die gemeinsam mit den Hoteliers, Vertreterinnen und Vertretern, mit den Bundesländern, mit den Experten und Expertinnen, mit den Virologen erarbeitet werden sollen. Oder schon längstens hätten erarbeitet werden müssen. Was es also jetzt oder spätestens jetzt gebraucht hätte, sind eben flächendeckende, regelmäßige Covid-Tests für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Tourismus, etwa alle 2 Wochen. Und es ist ganz wichtig, einheitlich organisiert und finanziert durch die österreichische Bundesregierung. Auch hier kann man die Verantwortung der Organisation und vor allem auch nicht der Finanzierung auf die Bundesländer oder gar auf die Bezirke abschieben. Das ist eine zentrale Verantwortung und die Ministerin hat ja von einem Budget im Mai gesprochen von 150 Millionen Euro, die sie für eine Kampagne und für diese Testungen reserviert hat. Genau dieses Geld muss gezielt eingesetzt werden für die Organisation und die Durchführung dieser flächendeckenden Tests. Ja, und es braucht klare inhaltliche Leitlinien, was zu tun ist in allen Bundesländern, wenn Fälle auftreten, zum Schutz der Beschäftigten, zum Schutz der Gäste, zum Schutz der Betriebe und der Tourismusregion Österreichs. Es geht um den Schutz unserer Gesundheit in diesem Fall, ganz klar. Und es geht vor allem um den Ruf unseres Tourismuslandes Österreichs. Dankeschön. Ja, vielen Dank, liebe Pamela, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich darf vielleicht, was etwas unüblich ist, hier aus dem SPÖ-Club einfach mal Danke sagen und gratuliere Elli Köstinger und Harald Mara. Schön, dass ihr jetzt mitten in der Hochsaison langsam munter werdet. Man wird es nicht glauben, wenige Stunden vor der heutigen Pressekonferenz sind die beiden scheinbar wirklich munter worden. Die haben gemerkt, dass dieser Test Fusch und diese Tourismusstrategie, wie wir jetzt in St. Wolfgang gemerkt haben, nicht so super funktioniert. Und ein paar Stunden vor der heutigen Pressekonferenz kriegen wir alle das erste Mal einen Leitfaden, wo drinnen steht, mitten in der Hochsaison, wie geht man um, wenn es in Österreich sozusagen einen Covid-Verdachtsfall gibt. Ich möchte vielleicht nur kurz mit einem Rückblick beginnen. Sie erinnern sich vielleicht alle, es hat eine riesengroße Pressekonferenz gegeben mit viel Trara, haben Sebastian Kurz, Elli Köstinger, Harald Mara gesagt, wir brauchen in Österreich eine eigene Strategie für den Tourismus. Man hat damals vergessen, dass man vielleicht die Profis und Gesundheitsministerium dazu nimmt, hat offen gesagt, wir brauchen keinen Rudi Anschober. Ich habe schon einmal gesagt, Deutschland hat Professor Drosten, wir haben in Österreich scheinbar Elli Köstinger, die ist die Top-Virologin in Österreich und sie hat gesagt, sie macht eine Tourismusstrategie für Österreich, sie wird sich darum kümmern, 65.000 Tests jede Woche. Das war die Ankündigung von der Elli Köstinger. Wir wissen jetzt alle sozusagen, was real passiert ist. 65.000 Tests hat es nie gegeben. Sebastian Kurz, Sie erinnern sich vielleicht, hat damals gesagt, das ist ein herausragendes Konzept für den Tourismus. Da war er ganz stolz drauf. Heute ist er wieder auf Tauchstation und sagt nichts mehr dazu. Wie schaut denn die Realität aus? Diese 65.000 Tests haben wir nie erreicht. Es gibt ein massives Chaos, wie wir merken, jetzt rund um St. Wolfgang. Chaotisches Abreisemanagement. Man ist teilweise durch Zufall draufgekommen, dass es Infektionen gibt. Ein Wahnsinn sozusagen, dass man hier aus Ischgl auch nichts dazugelernt hat. Das Beste war dann, zu einem Zeitpunkt, wo noch kein einziger Gast überhaupt getestet war, hat die Elli Köstinger per Ferndiagnose schon festgestellt, dass Gäste gar nicht betroffen sind. Das hat sich leider im Nachhinein nicht als die Wahrheit herausgestellt. Dann hat er gesagt, wir testen alle Wirtschaftskammermitglieder, das ist logisch. In einem Jugendgästehaus kann ja nichts passieren, das ist sozusagen die Logik der Wirtschaftskammer. Es wird zwar alles mit unserem Steuergeld gezahlt, aber da ist die Mitgliedschaft der Wirtschaftskammer wichtiger gewesen. Die Frage ist nur sozusagen, wie ist man denn umgegangen damit? War man selbstkritisch? Was hat man denn gemacht? Es hat ein Chaos gegeben, die Betriebe haben sich nicht mehr ausgekannt. Die Frage ist, wie hat man darauf reagiert? Für die Elli Köstinger waren dann alle anderen Schuld nur nicht sie.
die Praktikantinnen und Praktikanten, die Betriebe sozusagen, die diese Strategie, die Schehus-Fusch-Strategie nicht umgesetzt haben, die waren alle verantwortlich. Aber seien wir uns doch ehrlich, das mit dem Abputzen, das kennen wir doch alle schon, oder? Das haben wir schon in Ischgl erlebt. Da war am Anfang so, da hat der Sebastian Kurz gesagt, dieser Landeshauptmann Plata ist ein exzellenter Krisenmanager. Wie toll nicht der ist, was der nicht in Ischgl alles leistet. Wo man gemerkt hat, dass das dort sich langsam in Richtung Chaos ausbreitet, hat man auf einmal gesagt, da ist nur noch Tirol verantwortlich. In Tirol hat man gesagt, da sind wir nicht mehr in ganz Tirol zuständig, sondern das ist die Bezirksverwaltungsbehörde. Und dort hat man gesagt, das ist nicht die Bezirksebene, sondern es ist eigentlich der Bürgermeister. Dann hat man gesagt, das ist eigentlich der Gastwirt schuld. Und am Ende war es dann plötzlich der Gast, der irgendwo auf ein Bier gegangen ist nach dem Skifahren. So kann man doch nicht arbeiten mit diesem Abputzen. Was ist noch passiert beim Abputzen? Wir erinnern uns alle an die Frau Ministerin Aschbacher mit ihrem komischen Corona-Hunderter. Da war es ja auch so, dass sie sich mit diesem peinlichen Foto inszeniert hat. Und wer war schuld? Das Baby war schuld. Das Baby wollte über die 100 Euro fladern, das ist die Frau Ministerin Aschbacher gewesen. Der Nächste, der super ist beim Abputzen, ist der Bundeskanzler selber gewesen. Wir haben es ja mitgekriegt, ein massives Chaos, Betriebe, die echt verzweifelt waren, weil sie nicht gewusst haben, wie es weitergeht. Und was sagt der Sebastian Kurz drauf? Ich spitze da jetzt wieder zu. Wenn man steppert ist, dass man den eigenen Namen richtig schreibt, dann darf man sich als Unternehmer nicht wundern, dass man kein Geld bekommt. So, das heißt, Abputzen ist sozusagen die Reaktion der Regierung gewesen. Und es gibt eine zweite Reaktion. Was passiert sozusagen, wenn Abputzen nicht funktioniert? Das ist Intransparenz und die Menschen für blöd verkaufen. Das haben wir jetzt bei der Elli Köstinger wieder einmal auch gemerkt. Im Parlament haben wir uns alle nämlich gefragt, gibt es Entscheidungsgrundlagen? Warum sind denn Entscheidungen getroffen worden? Wer hat denn da mitentschieden bei diesen Corona-Fällen? Ist ja für die Bevölkerung wichtig. Dieser Martin Ho sozusagen ist scheinbar plötzlich auf einmal in einem Expertenbeirat von der Frau Köstinger gesessen. Auf Fragen dahingehend haben wir keine Antwort bekommen. Wo Protokolle hingekommen sind, warum Entscheidungen getroffen sind, das ist uns alles nie vorgelegt worden. Aber viel spannender ist, da geht es jetzt um 150 Millionen Euro Steuergeld, die im Rahmen dieser Tourismusstrategie sozusagen von der Elli Köstinger vergeben werden. Und bis heute wissen wir nicht, warum werden denn Labors wie ausgewählt? Wer hat denn da überhaupt mitgetan? Warum sind Tests in Österreich teurer als in Bayern? Die Frage ist zum Beispiel auch, welche Rolle hat McKinsey gespielt? Und da erzählt uns dann die Elli Köstinger, McKinsey ist eigentlich sowas wie die Caritas. Die machen das alle ehrenamtlich. Die sind da jetzt irgendwie dabei. Und diese ganze Koordination, da sind Logos verschwunden von der Homepage. In Wahrheit weiß doch niemand mehr, wer für diese ganze Teststrategie zuständig war. Jetzt kann man das glauben oder nicht. Ich danke da vor allem den Medien, dass man dranbleibt. Man kann doch die Leute nicht für blöd verkaufen, 150 Millionen Steuergeld ausgeben. Und wenn man nachfragt, ist das alles sozusagen irgendwie organisiert worden. Die nächsten Punkte sind natürlich, es steht der Verdacht im Raum, dass da einige ÖVP-Mitarbeiter jetzt hier das Geschäft ihres Lebens machen. Wir haben das in Oberösterreich erlebt. Ja. Da hat es Menschen gegeben, sozusagen, die vorher Pressesprecher bei der ÖVP waren. Dann waren sie auf einmal sozusagen die Top-Profis in der Beschaffung von Masken und haben dort ordentlich verdient. Gestern hören wir, dass einfach andere Mitarbeiter aus Kabinetten der ÖVP mit dabei sind bei dieser Tourismusstrategie. Die machen das, glaube ich, auch ehrenamtlich. Also das ist das Motto der ÖVP. Also man merkt, da ist einiges aufzuklären. Ich rede jetzt nicht vom Wahlkampfmanager, vom ehemaligen, vom Sebastian Kurz, der ja ganz ordentlich mit dabei ist, wenn es jetzt hier darum geht, eine Marketingkampagne in der Corona-Krise zu machen. Worauf möchte ich noch zusätzlich hinaus? Ich glaube sozusagen, es ist wichtig, dass wir in all diesen Fragen auch in Zukunft die österreichische Bevölkerung viel mehr mitnehmen. Wir merken, glaube ich, alle, dass die zentrale Koordination nicht funktioniert, dass wir einen Fleckerlteppich haben, der bis heute nicht geregelt worden ist. Da ist einiges, glaube ich, hier noch im Unklaren, was jetzt miteinander auch gelöst werden muss. Möchtest du noch sozusagen abschließend zur Ampel was sagen? Soll ich mal? Was sagst du zur Ampel? Okay. Wir haben es eh kurz gesagt, sozusagen die Ampel, das Einzige, was wir nach 5 Monaten jetzt wissen, dass diese Ampel 4 Farben hat. Und die ganz einfachen Fragen zur Ampel gestern. Was wäre denn in St. Wolfgang, welche Farbe hätte denn die Ampel? Bis heute keine Antwort. Die ganz einfache Frage gestern, welche Maßnahme müsste man denn empfehlen? Keine Antwort. Und ich sage es offen, wenn die Regierung weiterhin so planlos durch Österreich rast, dann können wir 100 Ampeln aufstellen, dann wird es ordentlich scheppern, aber es wird nichts weitergehen. Und ich glaube, das ist der zentrale Kritikpunkt, dass man ganz viel PR macht, ganz viel Inszenierung, aber die konkrete Arbeit, der Schutz der Bevölkerung, das vergisst man leider. Egal, ob es die Ampel ist, die Koordination, da ist so viel passiert. Wir müssen hier besser werden. Ich glaube, St. Wolfgang ist hier sozusagen auch der letzte Warnschuss für Österreich vor dem Herbst. Wir müssen hier jedenfalls besser werden. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Wir haben nun die Möglichkeit für Fragen. Ich würde Sie bitten, das Mikro vor Ihnen zu benutzen. Ich hätte eine Frage, weil Sie vorhin schon die Kritik bezüglich, dass das eben nicht vom Bund aus organisiert wird, sondern eben auf Bezirksebene organisiert wird.
Im Leitfaden steht das eben jetzt auch so drin, dass eben die örtliche Gesundheitsbehörde dann zu entscheiden hätte, wie mit im Falle des Falles dann eben umgegangen wird. Da ist auch die Rede von, ich bin noch nicht ganz fertig gewesen, aber von sogenannten Safe Houses, wo eben ein möglicher infizierter Mitarbeiter dann untergebracht wird. Das würde dann der Bund zahlen mit 50 Euro pro Tag, pro Gast oder Mitarbeiter, was auch immer dann. Wenn das dort auch wieder die örtliche Bezirksbehörde entscheidet, ist das dann auch wieder der falsche Weg ihrer Ansicht nach, weil Sie das vorher auch schon bei den Ampeln gemeint, also bei der Ampelgemeinde, da wollte ich auch fragen, wollen Sie diese Ampel dann eigentlich gar nicht, dass das regional entschieden wird oder auf Bezirksebene, was es dann auch immer sein wird, sondern wirklich auf Bundesebene? Dankeschön. Ich glaube, das Wichtigste ist, und das hat der Gesundheitssprecher zum Ausdruck gebracht, wir müssen die Bevölkerung mitnehmen, wir müssen die Bundesländer, die Bezirke, die das Krisenmanagement vor Ort umsetzen müssen, mitnehmen, die Betriebe mitnehmen. Sonst gibt es ja keine Bereitschaft, sich daran zu halten. Und es braucht Klarheit, es braucht eine Einheitlichkeit, die muss fachlich basiert sein, die Vorgaben, die gegeben werden. Es darf kein Fleckerlteppich entstehen. Und was es braucht, ist eine zentral koordinierte, einheitliche Entscheidungsbasis. Aufgrund oder auf Basis derer, die örtlichen Gesundheitsbehörden, sei es auf Bezirksebene oder auf Landesebene, dann ihre Entscheidungen treffen. Und das muss einheitlich sein. Und wenn das gegeben ist, wenn das klar ist, dann können die auch sehr rasch handeln. Die haben etwas, woran sie sich festhalten können. Und glauben Sie mir, ich habe 7 Jahre jeden Tag Krisenmanagement gemacht, weil es gibt jeden Tag die eine oder andere Gesundheitskrise in Österreich, die man nicht immer in den Medien liest. Und da ist es das Allerwichtigste, Sicherheit den Bundesländern zu geben, quasi sichere Rahmenbedingungen, innerhalb derer sie sich bewegen mit ihren regionalen natürlich Entscheidungsspielräumen. Aber es muss eine einheitliche Entscheidungsgrundlage geben, die fachlich basiert ist. Das ist eine Frage der Verantwortung. Wer trägt die Verantwortung dafür? Und diese Verantwortung ist im Epidemiegesetz geregelt. Das ist der letzte Paragraph des Epidemiegesetzes. Der sagt, diese Verantwortung liegt im Gesundheitsministerium bei der Bundesregierung. Und im Wege sozusagen der Landeshauptleute und der Bezirkshauptmannschaften sind diese Maßnahmen dann auch umzusetzen. Und dass es dann Regionalität natürlich braucht, weil man kann zum Beispiel Wien nicht 1:1 vergleichen mit einer ländlichen Region in Oberösterreich, das ist auch klar. Aber es braucht die Verantwortung dafür, einheitliche Leitlinien zu machen. Und diese Verantwortung darf man in einer Krise niemals abgeben. Und das sind Hilferufe aus den Bundesländern, wenn ein Landeshauptmann, der ja immerhin seit mehreren Jahren diese Funktion schon ausführt, ein Hilferuf, wenn er sagt, wir werden alleine gelassen. Und ich habe das von ihm persönlich an anderer Stelle und zu anderer Zeit auch schon einmal gehört. Er ist als Oberösterreich und als Bundesland alleine gelassen worden. Ich erinnere mich auch, dass das aus der Steiermark auch schon kam, so ein Hilferuf. Das sind Hilferufe und das Schlimmste ist, wenn es zu Fleckerlteppichen kommt und wenn Maßnahmen verzögert gesetzt werden, weil die lokalen Behörden nicht wissen, was zu tun ist. Da braucht es eine komplexe, virologische, hocherfahrene Expertise. Und es ist klar, dass das Salzkammergut in Oberösterreich diese Virologinnen und Virologen nicht an der Hand hat, diese Expertise beizubringen. Wir haben jetzt, ich weiß nicht, 10 und mehr Krisen- und Expertenstäbe in diesem Land. Das ist viel zu viel, auch das sage ich. Es braucht einen zentralen Krisenstab mit Experten aus den verschiedensten Bereichen und Disziplinen. Und die haben das zu entscheiden. Diese Verantwortung darf man nicht abschieben. Das ist Pandemie, das ist Coronavirus. Die ganze Welt kämpft dagegen. Da kann man nicht einem Bezirk diese Verantwortung abgeben. Und genau hier gilt es natürlich, ich brauche keinen Leitfaden, um reinzuschreiben, die Verantwortung liegt bei den Bezirken. Dazu brauche ich diese 10, ich habe sie nicht gelesen, weil sie 5 Minuten vor der Pressekonferenz erschienen sind. Der Zeitpunkt ist kein Zufall. Aber das, was ich gehört habe, wirft mehr Fragen auf, als es Antworten gibt. Zu Ihrer zweiten Frage, Ampel. Grundsätzlich, wenn gut ausgeführt, wenn rechtzeitig in Kraft gesetzt, wäre das grundsätzlich ein begrüßenswerter Weg, weil er uns einen Überblick schafft über ganz Österreich, wo wir gefährliche Risikobereiche und Regionen haben. Aber auch hier muss die Entscheidungsbasis, ob eine Region grün, orange oder ich weiß nicht welche Farbe hat, natürlich einheitlich sein. Es kann nicht sein, dass jede Region für sich entscheidet, ob sie grün, rot oder
sonst eine Farbe hat. Zwei kurze Fragen, die Frau Vorsitzende. Es gibt von der Opposition, wir haben es von der FPÖ schon ein paar Mal gehört, diesen Verdacht, dass sich möglicherweise Personen aus dem ÖVP-Umfeld auch bereichern an dieser Krise. Der Herr Abgeordnete hat vorher so etwas Ähnliches angedeutet. Ich wollte aber Sie auch gezielt fragen, teilen Sie diesen Verdacht? Wie würden Sie das formulieren? Welche Anhaltspunkte gibt es da bis jetzt? Und dann erlauben Sie mir bitte auch eine interne Frage in einer Phase, wo sich die SPÖ jetzt konsolidiert, so scheint es, gibt es heute wieder eine Wortmeldung, wonach der mit den besten Umfragewerfen die SPÖ in die nächste Wahl führen sollte. Das ist der gleiche Landeshauptmann, der sich auch mit dem ehemaligen FPÖ-Verteidigungsminister gemeinsam hinstellt. Wie bewerten Sie das? Stört Sie das? Nervt Sie das jetzt? Oder ist das das gleiche Spiel wie immer? Also nur so viel zu Ihrer zweiten Frage. Wir haben im Mai dieses Jahres die Ergebnisse unserer Mitgliederbefragung gehabt, die eine historisch höchste Wahlbeteiligung oder Beteiligung hatte, mit einem ganz eindeutigen Votum unserer SPÖ-Mitglieder, der SPÖ-Basis. 96% aller SPÖ-Mitglieder oder teilgenommenen SPÖ-Mitglieder sagen, die Sozialdemokratie soll intern diskutieren und nach außen geschlossen und gestärkt auftreten. Das ist die Verantwortung und die Aufgabe, die wir in der Sozialdemokratie haben. Und daher gibt es von meiner Seite aus das auch nicht weiter zu kommentieren, weil ich respektiere dieses Votum von 96% der Mitglieder. Was die erste Frage betrifft, so gibt es natürlich Verdachtsmomente und Indizien, die hier am Tisch liegen. Und der Abgeordnete hat die bereits genannt. Und ich meine, das, was wir jetzt sehen, die einzig sicheren Dinge, die wir in den letzten 5 Monaten im Corona-Krisenmanagement sehen, die Bilanz ist, wenn Verordnungen geschrieben werden, ist relativ sicher, dass entweder der Verfassungsgerichtshof sie kippt oder bis zu 26, 27 juristische Fehler darin gefunden werden, wenn eine Ankündigung großer Natur gemacht werden, wie 15.000 Tests, die pro Tag, die der Bundeskanzler im April dieses Jahres oder im März sogar angekündigt hat, oder 65.000 pro Woche im Bereich des Tourismus, dass die sich zu 100% diese Ankündigungen nicht erfüllt haben. Das ist die Sicherheit der leeren Versprechen. Und etwas, was sich in den letzten Tagen und Wochen schon verdichtet, wenn man diese Aufträge hier sieht, sei es dieser Maskenankauf in Oberösterreich, der schon einige Monate zurückliegt, oder jetzt aktuell die Tourismuskampagne, für die ja plötzlich niemand politisch zuständig ist, da häufen sich schon die Indizien, dass es offenbar im Rahmen dieses Corona-Krisenmanagements einige regierungsnahe Günstlinge gibt, die davon profitieren. Wissen Sie, ich setze da schon darauf, dass die Menschen schon verstanden haben, dass das zu ihrem eigenen Schutz und zum Schutz ihrer Umgebung ist, wenn wir, und das hören wir jetzt seit 5 Monaten, und das ist ja auch von allen akzeptiert, dass Abstand einer der wichtigsten Präventivmaßnahmen, infektionspräventiven Maßnahmen ist. Und wo wir einfach hinkommen müssen, ist, dass das automatisiert wird in unserem alltäglichen Verhalten. Die Zeit bis jetzt, das sagen viele Experten, war zu kurz, dass das ein automatisiertes Verhalten ist. Ich bin aber überzeugt, wenn wir konsequent hier mit Informationsarbeit und vertrauensschaffenden Informationen an die Bevölkerung weiterhin appellieren, dass dieser Abstand auch eingehalten wird und zumindest die Menschen, die ich treffe, auch im Alltag halten sich zu einem sehr großen Teil, sofern möglich. Es ist nicht immer möglich, und dann sage ich auch, dann sollte die Maske natürlich genommen werden, vor allem wenn es im geschlossenen Raum ist. Also ich glaube, dass es da nicht unbedingt eine gesetzliche schließende Lücke braucht. Wenn so ein, bis jetzt kenne ich den Vorschlag nicht, also kenne ich keinen Vorschlag, der am Tisch liegt. Wenn einer kommt, dann werden wir uns den natürlich zu gegebenen Zeitpunkt anschauen. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir das mittragen, weil es spricht natürlich nichts gegen Abstände zur Infektionsprävention. Dankeschön. Gibt es weitere Fragen von Ihrer Seite? Wenn das nicht so ist, dann bedanken wir uns sehr herzlich für Ihr Kommen. Dankeschön. Fertig. Danke.